Hallo Leute und willkommen zurück im nächsten Sekiro-Video. Zu Beginn unserer Reise habe ich euch gesagt, wir machen alle Minibosse, wir holen alle Gebetsperlen, wir holen alle Kürbissamen. Die Kürbissamen habe ich schon erfüllt. Den letzten Miniboss, den es gibt, den holen wir jetzt und somit auch die letzte Gebetsperle. Wir schauen mal ein bisschen zu, was die da machen und holen das, was übrig bleibt. Am besten wäre es, wenn ich den da erwische. Au, da bin ich direkt ins Schwert gelaufen. Ey, lasst mich da raus! Das akzeptiere ich jetzt nicht. Da resetten wir einfach. Ich bin dann mal so frei. So, nochmal. Wie gesagt, wir nehmen das, was übrig bleibt. Und am besten wäre, wenn er stirbt. Geht er vielleicht weg von mir? Oh! Ich habe gesagt, weg von mir, nicht drauf auf mich. Ich hau den da mal ein bisschen. Jetzt gehen die beide auf mich. Das ist aber nicht wahr, oder? Das ist doch wahr. So, jetzt sind sie wieder miteinander beschäftigt. Hey! Der hat fast keine Energie mehr. Komm, gib ihm! Au! Uiuiui. Heute sind wir ein bisschen aufdringlich, ha? Ah, Mikiri konnte verpasst. Schon wieder? Okay. Wisst ihr was? Wir lassen die beiden in Ruhe hier. Ich bin gemein, ich weiß. Ich bin auch kein Feigling, aber der Miniboss, der jetzt noch fehlt, gegen den will ich auf jeden Fall volle Energie haben. Ihr seid ein Shinobi, oder? Und das Röhrchen nehmen wir dazu. Bekriegt euch mal, ich gehe da mal. So, wir haben gleich direkt ein Leuchtfeuer. Und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Er ist nämlich nicht alleine. Oh, er sieht mich schon. Das war so nicht geplant. Ja. Ich wollte eigentlich die Puppenspieler-Ninjitsu anwenden. Kann ich jetzt vergessen? Ja, komm, gib Ruhe. Wir sterben einfach mal. So. Puppenspieler Ninjitsu, wir verwenden Gachins Konfekt. Um uns da anschleichen zu können. Aua. So, der hilft uns jetzt. Und es ist niemand geringerer
als ein Siebenspeer. Und ich sage absichtlich ein Siebenspeer. So, dieses war der erste Streich. Okay, irgendwie wirkt das nicht mehr so, wie es soll. Gut. Sind also nur noch wir beide. Aua, erwischt. So, jetzt war ich ein bisschen unkonzentriert. Ja, jetzt brenne ich, danke. Danach kommt immer, und ich meine damit immer, ein konterbarer Angriff von ihm. Oh. Oh. Was habe ich denn da jetzt übersehen? Ui. Nochmal. So. Nochmal Gatschins Konfekt. Wir nehmen Geiststurz. Ist besser. Und nochmal den General mitgenommen. Ja, komm. Warum ich? Der nimmt den ganz schön in den Mangel. So. Aufgeheilt. Und draufgeholzt. Lebt der General noch? Nee, der ist schon tot. Das heißt, wir stehen alleine da, mein Freund. Wir haben schon fast. So, das war's. Und auch die letzte Gebetsperle gehört uns. Wir haben noch Ministeriumslöschpuder. Ja. Und wenn wir da nach hinten gehen, da geht's aufs Ende zu. So, wir gehen dahin zurück, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und das war in Ashina Umland. So. Hier geht's weiter, um das nächste Ende eines NPCs mitzuerleben. Und das ist niemand geringerer als Anayama. Kotara ist schon tot. Und Anayama geht es auch nicht mehr ganz so prächtig. Mein Herr, wie,
Wie geht es euch? Was stimmt nicht? Nun, es ist schlimm. Ich habe wieder Ärger. Diese Bastarde von der Regierung. Ich machte ihnen ein Angebot, die Augen zuzudrücken. Doch sie waren nicht so gefügig, wie ich gehofft habe. Sie nahmen mir mein Geld, alle meine Waren. Aber Kotaro hat sie endlich alle vertrieben. Nicht wahr, Kumpel? Der große Kerl ist eingeschlafen. Ja, er schläft tief und fest. Bitte, macht nicht dieses Gesicht. Ihr müsst nicht traurig sein, mein Herr. Oh, das stimmt, mein Herr. Ich habe etwas Gutes in der Hinterhand behalten. Speziell für euch. Mein letztes Stück interessiert. Hä? Wir sind interessiert, denn dieser Gegenstand, Schuldschein, ein Handelsschuldschein-Notiz aus Ashina. Die letzte Ware von Matabei Anayama. Senkt die Kosten für Objekte, wenn du sie bei Händlern kaufst. Ein gesparter Sen ist ein verdienter Sen. Und solange wir atmen, gehen die Geschäfte weiter. Das ist ein Next Game Plus Gegenstand, also wirkt auch jetzt. Und können wir für einen Sen kaufen und wir bekommen dann 10% Rabatt bei jedem Händler. Entschuldigung. Danke. Meine letzte Ware. Ich habe es in meiner Unterwäsche versteckt. Es riecht daher vielleicht etwas streng. Bitte entschuldigt. Das macht mir nichts aus. Und damit mir schon. Bin ich dann komplett ausverkauft. Ich mache den Laden dicht. Aber ihr wisst schon, es ist nicht wirklich alles weg. Ich habe hier noch diesen Sen. Ich nehme diesen einen Sen und verwandle ihn in einen Berg aus Gold. Und wenn das passiert, mein Herr, kommt doch zurück und kauft etwas. Ja, nun stirbt auch Anayama. Kotaro ist schon tot. Und die nächste Geschichte findet ihr Ende. Wir machen uns indes auf den Weg zu einem optionalen Boss. Den schwersten Boss, wie ich meine, des ganzen Spiels, aber ein saugeiler Kampf. Kommst du runter oder bleibst du da oben? Ich weiß, dass du da bist. Ey. Sag mal, geht's noch? Ei, Kamera! Oh. Ja, damit er mir schön ins Genick springen kann, ne? Hey, komm, jetzt reicht's aber. Ja, sag mal. So, jetzt reicht's mir. Dann anders. Wo ist es? Wo ist die Axt? Es geht natürlich auch anders. Wenn du nicht willig bist, so brauche ich Gewalt. So, und vergiftet hast du mich auch, du Lümmel. Ich weiß aber, dass da noch einer ist, also komm raus. Am besten gleich jetzt. Oh, zwei von euch? Nee, nee. Aua!
Okay, ich glaube, es wäre besser, wenn wir hier einfach durchlaufen. Das hat nicht ganz so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Normalerweise kann man die schön umgehen, beziehungsweise schön mit Tropedex ausschalten. Das hat jetzt auch nicht hingehauen. Aber dich nehmen wir noch mit. So, komm, wir brauchen den oberen Greifpunkt. Ama, ama, yama. Sein Tod beatmet schon etwas bestürzt, doch. Na komm schon. Schenk mir dein Leben. Oh, Galschenskonfekt, danke. Ja, komm. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Oha. Tschüss. Ja, hier wimmelt's vor Gegnern. Wir könnten mal versuchen, die auszuschalten. Ich lasse es jetzt lieber. Und hol mir nur die Items hier. Aber weil ich euch Typen nicht leiden kann, sag mal, was ist da los? So, hier gibt's auch noch ein Item, das weiß ich. Kügelchen. Oha! Okay, er dreht um. So, du auch noch weg. Sag mal, was ist heute los? Ist recht. Das teleportiert uns nun zu dem optionalen Boss. Da ist er schon. So, ich mache einen kurzen Cut. Ich komme gleich wieder. So, wir haben noch etwas Zeit. Ich würde sagen, wir lassen es auf den Versuch ankommen. Der Typ hat drei Phasen. Und wir werden jetzt erstmal unsere Körpermerkmale verbessern. Hier stehen ein paar Wachen noch rum, aber die macht er, mit denen macht er kurzen Prozess. Man sieht's. Ja, und dann sind wir dran. Ich werde mir muss mir nur kurz was anschauen. Wie viele braucht die? Okay, Geisteremblem kosten 4. Ich würde mal sagen, wir legen uns einfach mal an mit ihm. Alles mal an und los geht's. Immer dranbleiben an ihm.
Die erste Phase ist noch so halbwegs leicht. Hier hätte ich schon viel früher weg müssen. Das kriege ich jetzt natürlich zu spüren. Man muss immer versuchen, an dem dran zu bleiben. Und irgendwie sehe ich gar nichts mehr und bin tot. Au. Die Glocke mag er, die Flöte mag er gar nicht. Das ist komplett blockbar. Das nicht. Das auch nicht. Das wäre schon blockbar gewesen. Und jetzt hat mir die Kamera totale Streiche gespielt, weil den habe ich gar nicht mehr gesehen. Und das ist das Gefährliche hier bei diesem Boss, die Kamera. Gut. Einen Versuch wagen wir noch. Weil er so schön kurz war. Er wird immer wieder versuchen, Distanz zwischen uns zu bringen. Also das läuft ja mal wieder spitzenmäßig. So, das war wasted. Die Flöte mag er überhaupt nicht. Damit können wir es sogar schaffen, ihn zu staggern. So, jetzt ist mir hier dieses Gitter dezent im Weg. Danke. Er macht es gleich mal weg für mich. Er entwickelt sich gerade nicht zu meinem Freund. Ja, zumindest die erste Phase will ich mal schaffen. Das kann es doch nicht sein. Ja. Ach komm. Lassen wir das. Das war nix. Es gibt sogar einen Cheese, um den zu besiegen, aber den werden wir sicher nicht anwenden. Hoppala! Nein! Oh, die Hälfte seiner Leben haben wir gleich. Sein Swipe, den habe ich zu spät gesehen. Nein. Komm. Schönartig sein. Ein
bisschen öfter kannst du deinen Swap vielleicht noch machen. So, jetzt bist du gestaggert. Und jetzt kriegst du's. Gleich wieder hinter ihn und draufhauen. Verpasst. Ja, komm. Oh, oh. Nee. So, jetzt gibt's wieder ein bisschen was drauf. Dieser verdammte Swipe. Gut, den heben wir uns dann für die nächste Folge auf, würde ich sagen. Haben wieder eine schöne Zeit erreicht und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.